Darf ich begrüßen zur Pressekonferenz? Didi, ich glaube, du bist heute sehr zufrieden. Deine Analyse. Ich bin nicht zufrieden, sondern bin sehr, sehr zufrieden. Und weil ich glaube, heute hat man einen Altenplatz gesehen, die was eigentlich vor Minuten 1 das Spiel gewinnen wollte, die wirklich gute Aktionen gehabt hat, natürlich auch die Tore zur richtigen Zeit geschossen hat und eigentlich wenig Möglichkeiten für Last zulassen hat. Und war ein Spiel, das, was ich eigentlich in der Form noch nicht so gehabt habe, weil Last noch immer eine sehr, sehr gute Mannschaft ist und trotzdem haben wir da eigentlich heute in der gesamten Spielzeit eigentlich wirklich in die Schranken gewiesen und gefreut ungemein für die Mannschaft und war ein schöner und ein wichtiger Sieg natürlich. Ricci, du hast heute nicht so viel zu tun gehabt, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, vom Trainer habe ich schon einiges gesagt. Ich denke, was wichtig war, dass wir wirklich von hinten bis vorne jedes Spiel in den Zweikämpfen extrem gut da war von der ersten Minute, dass wir da auch im Mittelfeld nach dem zweiten Ball, also nach dem ersten Ball, die zweiten Bälle richtig gut gewonnen haben und da noch immer richtig gute Lösungen gefunden haben, dass wir halt zu einigen Chancen gekommen sind und ja, deswegen wirklich verdient gewonnen. Vielen Dank. Ich darf noch Fragen bitten. Wir haben zwei Mikros, die gehen durch. Wahrscheinlich kann man eh nur sagen, Kompliment an die Mannschaft, aber ist es für dich, so Vergleich ist halt immer schwierig, aber fast, wenn du so drauf denkst, die beste Leistung gewesen in deiner Ära? Oder gehört so die Top 3 ganz einfach? Ja, ich denke schon, dass das voll angesiedelt ist. Ich glaube schon, weil LASK ist immer eine ungemein schwierige Mannschaft zu bespielen und ich glaube, heute wollen wir wirklich in allen Belangen die bessere Mannschaft, also auch in die Luft holen, wo man meistens sagt, da im Standardbereich, also sie haben wirklich da auch sehr gut verteidigt und das ist ja die Gefahr immer. Und sie haben heute wirklich alles gemacht, was notwendig ist, dass man im LASK besiegen kann. Ich glaube sogar, dass man es verpasst und dass man, wenn man teilweise den letzten Ball, wenn man den Mitspieler vielleicht mal besser gesehen hätte, hätte vielleicht noch ein höheres Resultat rauskommen können, aber andererseits bin ich auch mit 13 unzufrieden, weil sonst würde man wieder von Dingen reden, die was ich eigentlich nicht so gern habe. Gibt es noch Fragen? Moment, Mikrofon vorne. Nein. Davon. Danke. Herr Köpper, es war ja ein taktischer Schachzug, dass Sie den Funtas gezielt oftmals auch auf Ramsebene und gerade auch über die Seite haben kommen lassen. Wie weit hat das dann bei der Mannschaftsansprache vorher dann auch eine Rolle gespielt, dass Trauner jetzt gefehlt hat und dass Ramsebene, der lange nicht gespielt hat und viel, ihm fehlt ja die Wettkampfpraxis auch. Und er ist auch gegen Funtas natürlich in puncto Schnelligkeit allein schon überfordert. In puncto Schnelligkeit sind viele Spieler gegen einen Taxi unterlegen, weil ein Speed oder definitiv. Aber natürlich ist es so, ich würde die Leistung der Mannschaft jetzt nicht schlechter reden, auch wenn der Trauner gefehlt hat. Und Trauner ist einfach ein Stabilisator dieser Mannschaft, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, hat man heute auch gesehen. Und trotzdem ist es noch immer eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und natürlich ein Spieler, der längere Zeit nicht spielt, ist auch ganz klar, hat man bei meinen Spielern, bei Matthias Paratsch auch gesehen beim letzten Spiel, dass er mal ein bisschen der Rhythmus gefühlt hat. Und natürlich haben wir gewusst, dass wir da was erben können. Dass der nämlich so gut aufgeht, ist umso schöner. Keine Bartenschlager? Jetzt muss man den morgigen Tag leider noch überstehen. Jetzt hast du aber gerade die Spieler Amurg, Afuntas, Baratsch, die waren heute sehr, 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 sehr stark. Wäre das nicht umso fataler, wenn man die jetzt verliert, oder kann man, dass sie alle gespielt haben, als Indiz wertzen, dass sie bleiben? Du sagst es schon richtig, fatal ist das richtige Wort, und ich glaube, fatal ist fast nur zu wenig. Weil ich denke, unser Kader ist nicht der größte, auch wenn wir viele junge Spieler haben, aber die haben jetzt ihre Aufgaben oftmals in der zweiten Mannschaft und uns fehlt die Breite und die Spieler werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nicht weniger, das muss man dazu sagen. Und wenn wir noch Spieler verlieren würden, wäre es für uns, ja, du hast es schon gesagt, und ich sage, dass es noch schlimmer wäre. Frage, kann man es als Indiz werten, dass sie bleiben, wenn sie heute alle gespielt haben? Es gibt ja noch, oder ist das jetzt zu viel hineininterpretiert, weil... Ja, wenn ich das Einspiel kennt, das ist zu wenig, weil ich jetzt zu mir nehmen und jetzt einkasteln. Aber leider spielt auch kein Ruhm grundsätzlich. Das sind andere Mechanismen, die was da funktionieren. Da bin ich dann nicht der Mittelpunkt, beziehungsweise nicht der, was das verhindern kann. Also, aber ich habe schon gesagt,
wenn ein unglaubliches Angebot kommen würde, aber wie wir rechtzeitig reagieren können, dann mit einem anderen Spieler, dann muss man es vielleicht tun, aber da muss schon ein schönes Geld bezahlt werden und nicht, dass man da irgendeinen Spieler wegtut oder da, wenn man da ein bisschen Geld kriegt. Und, aber für die Mannschaft wäre das natürlich dann eine ganz schlechte Geschichte. Das Foul an einem Taxifund, das hat von uns im Fernsehen richtig schier ausgeschaut. Er hat dann noch weitergespielt, aber weiß man ungefähr, wie es ihm geht, oder hat er wirklich Glück gehabt und das überstanden? Weil mit Adrenalin merkt man so Sachen vielleicht nicht. Ja, es war erst spät dran gewesen und der Taxi hat, glaube ich, jetzt kein Problem. Natürlich kann es da natürlich in Knöchel schwer verletzen oder die Bahn reißen. In dem Fall müssen wir froh sein, dass nichts passiert ist und dass wir weiterspielen hat können. Und ja, sind wir froh, dass nichts passiert ist, weil ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Wir müssen alle mit diesem depperten Corona umgehen und irgendwie leben lernen, aber es ist trotzdem erstaunlich, wie die Mannschaft mit diesen ganzen Umständen, wie das wegsteckt und Leistungen bringt. Vielleicht auch an Richard, wie er das schafft. Ich meine, es belastet ja jeden, ja, nicht nur Fußballer, sondern alle. Ja, natürlich, aber ich denke, es ist für jeden eine besondere Situation. Aber wir sind ja von Anfang eigentlich sehr, sehr gut aufgeklärt worden, halten uns an die Regeln und ich glaube, man sieht es ja eben auch daran, dass wir wenig bis gar keine Corona-Fälle haben, dass wir das richtig gut durchziehen in der Mannschaft. Und ja, deswegen, das denke ich, ist für alle gleich, aber wir meistern das sehr, sehr gut. Alex Huber. Auch eine Frage an Richard, du kennst das, wie das ist, wenn man ein Angebot hat und nicht ganz sicher ist, ob man das interessiert oder nicht. Warst du überrascht, wie fokussiert jetzt in den letzten Spielen deine Vorderleute waren? Weil es hätte ja so sein können, man hat das schon bei vielen Mannschaften gesehen, es gibt Transfergerüchte, es gibt Manager, die haben gewisse Ziele und auf einmal kommt irgendwie Unruhe und das, die Leistung leidet. Das war ja fast eher das Gegenteil bei den Transferkandidaten. Aber ich denke, man sieht es Tag für Tag im Training, also wir, ihr seid jetzt, kennt es jetzt nicht so oft da sein, dass wir da immer die Spannung sehr, sehr hoch halten, dass wir sehr konzentriert trainieren und dass wir das halt dann auch mitnehmen ins Wochenende. Also ich glaube, da sind wir in der Mannschaft einfach so konzentriert, so fokussiert, dass wir dann eben gute Leistungen abrufen können und dass das jetzt keine Rolle spielt. Und genauso gehört und das machen alle Beteiligten sehr, sehr gut. Abgesehen muss ich schon dazu sagen, wenn ein Spieler dann glaubt, wenn er Transfer ansteht, solange er da das Trikot trockt, ist natürlich immer leichter gesagt, da, aber ich habe mit diesen Spielern gesprochen und ich habe ihnen schon gesagt, ich kann es dann eh nicht verhindern, aber solange er hier spielt, wird er alles tun müssen. Weil die Truppen einfach eine gute Truppen ist, weil es einfach nicht kameradschaftlich wäre gegenüber den anderen, weil wir sind echt ein eingeschworenes Team geworden im letzten Jahr, würde ich sagen, ja, wenn man dann irgendwo ein bisschen Umbau, wo der vonstatten gegangen ist und hat man auch gesehen, dass die Jungs, die im Raum stehen, dass die in Wahrheit für dieses Team alles tun würden. Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank und Gratulation. Danke. Dankeschön.